Wann kann ich nach meinem Kreuzbandriss wieder trainieren? Eine der ersten Fragen, die Jung und Alt zuerst in den Kopf ploppen, wenn man über einen Kreuzbandriss redet oder gar eine Kreuzbandrissoperation. In diesem Video heute geht es darum, wann du denn eigentlich wieder trainieren kannst, nachdem du dir ein Kreuzbandtransplantat einsetzen lassen hast. Was sind denn eigentlich die Standardtherapiepläne der Ärzte nach so einem Kreuzbandriss? Ich selber wurde tatsächlich noch damit behandelt, dass ich 6 Wochen komplett auf Krücken durch die Gegend gelaufen bin und erst dann nach und nach die Belastung steigern konnte. Und das war auch vor 15 Jahren relativ gängig. Jetzt musst du natürlich beachten, dass ich heute nur davon rede, wenn du einen isolierten Kreuzbandriss hast. Wenn du jetzt noch eine Begleitverletzung wie einen Meniskusriss hast oder einen Innenbandriss oder ähnliches, dann sehen die Nachbehandlungsschemata natürlich noch mal ein bisschen anders aus, weil auch dort eben darauf Rücksicht genommen werden muss, wie die Biologie Zeit braucht, um gewisse Strukturen zu verheilen. Also zum Beispiel beim Meniskusriss wird in der Regel eine etwas längere Entlastung nötig. Doch will ich als erstes überhaupt mal definieren, was bedeutet denn eigentlich Training oder was bedeutet denn eigentlich Sport? Also wenn ich nun Sport annehme unter dem Aspekt, dass ich wieder in mein Mannschaftstraining einsteige oder dass ich durch die Gegend hüpfe und irgendwie wieder Zumba mache, dann rede ich natürlich von mehreren Wochen, also von 2 bis 3 Monaten bis gar hin zu 9 Monaten oder einem Jahr. Von Sport, wie ich es in diesem Video definiere, ist tatsächlich sozusagen der Einstieg ins physiotherapeutische Training und vor allem auch der Einstieg ins Krafttraining. Und da kann ich gute Neuigkeiten geben. Das geht sehr, sehr flott in Abhängigkeit von der Biochemie in deinem Knie. Das heißt, von Tag 1 musst du, damit du auch ein gutes langfristiges Ergebnis haben willst, die Beweglichkeit trainieren. Dann muss ich natürlich gucken, dass ich die Ansteuerung wieder verbessere und herstelle, denn du wirst vielleicht auch, wie viele andere Patienten merken, dass du deinen Quadrizeps gar nicht mehr so richtig ansteuern kannst, also du kannst ihn gar nicht so richtig anspannen. Und das ist ganz normal nach so einer OP, aber wenn du das ein bisschen trainierst, wirst du schon bereits nach ein paar Tagen große Fortschritte merken, wie viel besser es geht. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Kernthema, und zwar, wann darf ich denn mein Knie im Alltag belasten, mitgehen, wann darf ich mich denn wieder hinsetzen, aufstehen und ja, mich eben sozusagen rein aus biomechanischer, wissenschaftlicher Sicht wieder voll und ganz belasten. Und dafür müssen wir eigentlich 3 Dinge berücksichtigen. Wir müssen berücksichtigen, welche Kräfte oder Schermomente entstehen denn eigentlich auf dein Kreuzband, wenn ich gewisse Bewegungen durchführe. Dafür gibt es nun also verschiedene Studien und Grundlagen, die man sich heranziehen kann. Die 2. Frage ist dann, wie viel halten denn eigentlich die verschiedenen Transplantate aus? Und das 3. ist dann, wie viel halten die Verankerungen dieser Transplantate denn eigentlich aus? Und wenn man diese 3 Sachen berücksichtigt, dann nähert man sich dem, was man denn eigentlich früh oder nicht so früh machen darf, machen sollte, was sicher ist, was vielleicht ein bisschen komplizierter ist, wo man aufpassen sollte und was vielleicht auch noch gar nicht geht. Und mich hat das damals als Patientin total frustriert, weil ich damals dann im Internet nach dem 2. gelesen hatte, naja, die einen belasten schon wieder nach ein paar Tagen, die anderen nach 2 Wochen und ich dann erst nach 6 Wochen. Und ich hatte doch ziemlich das Gefühl, dass das alles sehr subjektiv von den Ärzten in ihren Nachbehandlungsschemata festgelegt ist. Auch wurde zum Beispiel viel immer gesagt, ja, Kniebeugung maximal 90 Grad, danach wird es zu viel. Und ich habe dann irgendwie gedacht, Mensch, da muss es doch mehr geben als so total wild kuriose Pläne. Es kann ja nicht sein, dass der eine erst nach 3 Monaten wieder Kniebeugen machen darf und der andere in seinem Plan nach ein paar Tagen. Da habe ich gedacht, also irgendeiner muss ja falsch liegen, weil die Biomechanik und die Transplantate können sich ja nicht von Arzt zu Arzt unterscheiden. Und ich möchte jetzt erstmal darauf eingehen, welche Zuglasten können denn eigentlich die Transplantate ab? Und das normale ursprüngliche Kreuzband kann etwa 2000 Newton ab an Zugkräften. Und das ist weniger als alle Transplantate, die ich einsetzen kann. Das heißt, bei der vielfach gelegten Semitendinosus-Sehne erreiche ich fast doppelt so hohe Zugkräfte, bis das Transplantat reißt, also etwa 4000 Newton.
und ist damit viel widerstandsfähiger als dein ursprüngliches Kreuzband. Auch die Patellasehne liegt so bei etwa 3000 Newton. Und dann gibt es ja auch noch die Verbundtechniken, wo ich die Semitendinosus und die Gracilis zusammennehme. Und auch die hat hervorragende Reißfestigkeiten von um die 4000 Newton. Das heißt, mein Transplantat hält viel, viel mehr aus als mein ursprünglicher Kreuzband. Und deswegen musst du dir auch gar keine Gedanken machen, wenn jemand mal dein Knie runterdrückt oder es in Beugung streckt oder du streckst es aktiv. Es wird nicht reißen. Es ist wirklich super, super fest. Was man jetzt eher beachten muss, sind tatsächlich die Verankerungen. Das heißt, da gibt es verschiedene Techniken, Schrauben, Endobutton und die Pressfit-Techniken. Bei den Schrauben als auch bei den Endobuttons haben wir so, ja, 550 Newton plus minus 100 Newton, so ganz grob. Bei den Pressfit-Techniken haben wir eine sehr hohe Schwankung, also das von 80 Newton bis 800 Newton eigentlich alles dabei. Und das heißt, da muss man mal ein bisschen mehr aufpassen, was der Arztbericht sagt, ob der irgendwie davon redet, dass man weichere Knochen hat und man deswegen nicht so schnell belasten darf. Aber sobald du mit Schrauben oder Endobuttons behandelt wurdest, kannst du davon ausgehen, dass du 500 Newton locker belasten kannst und auch das ist immer noch sehr, sehr viel. Und da der Heilungsprozess in den Knochen also 5 bis 6 Wochen dauert, weißt du jetzt auch, warum du in den vorherigen Protokollen 5 bis 6 Wochen entlasten solltest? Weil nach diesen 5 bis 6 Wochen sozusagen die Schrauben gar nicht mehr wirklich benötigt werden, weil die Transplantate schon sehr gut in diesen Knochen eingewachsen sind und damit dann nur noch die Transplantateigenschaften entscheidend sind. Und von dem Aspekt her macht das auch Sinn. Jetzt gehe ich aber noch mal einen Schritt weiter und gucke jetzt mir auch noch mal an, welche Kräfte entstehen denn aber überhaupt bei gewissen Übungen und sind die Verankerungen nicht sowieso so stark, dass ich mir gar keine Übungen in gewissen Kräftigungsübungen machen muss. Und diese Grafik ist eigentlich der wichtigste und zentrale Bestandteil dieses ganzen Videos. Das Allerspannendste an dieser Grafik ist, dass hier verschiedene Bewegungen mit der entsprechenden Belastung aufgezeichnet ist und der orangene Strich stellt sozusagen dar, was die Verankerung, die 550 Newton, was die eben aushalten. So, und alles darunter ist gar kein Problem. Das heißt, man sieht ganz vorne die Beinpresse, man sieht die Kniebeugen mit und ohne Zusatzgewicht, man sieht die Ausfallschritte, Fahrradfahren, sogar einbeinige Kniebeugen, Gehen ist möglich und man glaubt es gar nicht, einbeinige Landungen von einer Box als auch Knieextension im Stehen sind möglich. Aber das Allerspannendste ist jetzt, dass die Knieextension im Stehen oder auch vor allem Sitzen mehr Zug auf dein vorderes Kreuzband erzeugt als jegliche andere Bewegung. Was ich damit sagen will, wenn du an der Bettkante sitzt, und das tut jeder von uns, und nachdem du zum Beispiel auf dem Klo warst und du setzt dich jetzt auf die Couch oder auf dein Bett und du streckst dein Knie, damit du es einfach auf die Couch ablegen kannst, dann erzeugst du schon höhere Scherkräfte auf dein Kreuzband, wie wenn du einfach auf dein Bein stehst, wenn du eine Kniebeuge machst. Und das ist am Anfang absolut erstaunlich. Man denkt, das geht doch gar nicht. Das geht doch nicht, dass ich im Stehen weniger Belastung habe auf mein Kreuzband, wie wenn gar keine Last vom Fuß aus sozusagen auf mein Bein wirkt. Und hier befinden wir uns jetzt eben in der Biomechanik des Kniegelenkes und dem muskulären Zusammenspiel. Wenn ich eine Kniebeuge mache, dann wird nicht nur meine vordere Unterschenkelmuskulatur aktiv, sondern auch meine hintere. Und meine hintere Oberschenkelmuskulatur sorgt dafür, dass mein Unterschenkel zurückgezogen wird und das Kreuzband entlastet wird. Deswegen habe ich tatsächlich bei einer Kniebeuge teilweise gar keinen Zug aufs vordere Kreuzband. Und das Gleiche gilt auch bei einer einbeinigen Kniebeuge. Wenn ich es einbeinig mache und ich gehe nach hinten und ich habe eben viel Aktivierung auf meinen hinteren Oberschenkelmuskel, auch das wird mein Kreuzband tendenziell entlasten. Beim Fahrradfahren habe ich eine Co-Kontraktion, das heißt, da arbeitet mein Quadrizeps und die hintere Oberschenkelmuskulatur. So, wenn ich nun aber sitze und mein Bein strecke, mein Knie strecke,
dann arbeitet ja nur meine vordere Oberschenkelmuskulatur. Und die sorgt dafür, dass mein Unterschenkel nach vorne gezogen wird und dadurch das Kreuzband, was das verhindert wird, nun also belastet wird. Und deswegen sollte man auf gar keinen Fall den Kniestrecker in der frühen Phase machen, zumindest wenn das Gewicht unten am Unterschenkel angebracht wird, also kurz über dem Sprunggelenk. Was man machen kann, ist der Kniestrecker, wenn das Pad oben direkt unter dem Knie angebracht wird, oder aber auch, wenn der Kniewinkel sehr groß ist, das heißt zwischen 60 und 90 Grad Knieflexion. Sobald ich sozusagen das Bein gerade habe als 60 Grad Knieflexion, dann wachsen ungemein diese Scherkräfte an und dann kann es auch schon passieren, dass so ein Transplantat reißt oder eine Verankerung ausreißt. Das heißt, das ist wirklich die allerwichtigste Übung, wo man aufpassen muss in den ersten Monaten. Aber alles Freie kannst du sehr früh wieder machen. Das Einzige, was man nicht machen sollte und auf gar keinen Fall dann auch, was auch verdeutlicht, warum ein Kreuzband eben bei dieser Bewegung auch mal reißen kann, ist ein Abstoppmanöver, weil auch dort habe ich sehr viel Anspannung auf der vorderen Oberschenkelmuskulatur. Ich arbeite in der Regel relativ kniedominant und das sorgt eben dann für diese hohen Zugkräfte. Was sind denn aber die entscheidenden Faktoren, von denen ich es abhängig machen sollte? Sind die physiologischen Faktoren. Habe ich noch eine starke Schwellung, dann sollte ich nicht unnötig auf dem Bein stehen, insbesondere wenn die Schwellung hinterher stärker wird und bis zum nächsten Tag persistiert. Und ich sollte natürlich auch nicht unter Schmerzen trainieren. Also wenn ich merke, dass eine Belastung noch Schmerzen verursacht, dann ist mein Gelenk noch nicht so weit. Dann sollte ich lieber noch ein paar Tage abwarten. Das heißt, jegliche Belastung, egal was du machst, schmerzadaptiert und dann progressiv dich voranarbeiten. Das Ganze hört sich jetzt etwas simpler und einfacher an, als es ist. Natürlich gibt es nun verschiedene Übungen, die man am Anfang machen sollte, die nach und nach aufgebaut werden sollten. Und je schneller man das macht, desto mehr beugt man natürlich auch die Atrophie der entsprechenden Muskeln vor. Denn jeden Tag, den ich liege, kann ich sehen, wie die Muskulatur in meinem Bein einfach dahinschwindet. Und desto länger dauert es, dieses Defizit überhaupt wieder aufzubauen. Und wenn du jetzt selber in so einer Situation bist und du hast selber einen Kreuzbandriss oder andere Knieschmerzen und du kommst auch in der Reha nicht richtig voran und du hast auch das Gefühl, dass du da eher zurückgehalten wirst, denn sind wir mal ehrlich, viele Physiotherapeuten müssen sehr unterschiedliche Themen behandeln und es ist auch immer noch ein großes Problem in unserem Gesundheitssystem, dass, die Ärzte geben dann bestimmte Pläne vor, das sind halt so Erfahrungspläne, die sind auch nicht immer die neuesten wissenschaftlichen basierten Pläne, sondern das, was sie eben seit Jahren machen und was ganz gut funktioniert. Und dann sind den meisten Physiotherapeuten auch die Hände durch die Chefs gebunden, weil die dann sagen, du kannst wirklich nur das machen, was auf dem Plan steht, auch wenn sie es besser wüssten. Denn man ist natürlich, wenn man auch in den ganzen Sachen nicht so tief drin ist, immer so ein bisschen, das Problem natürlich, dass man dann angeklagt werden kann. Und da sagen sich halt viele, lieber dann noch mal 2-3 Wochen mehr warten, als hinterher angeklagt zu werden, dass man schon etwas gemacht hat, was man hätte noch gar nicht machen dürfen. Aber wir versuchen halt wirklich evidenzbasiert auf Basis des neuesten Wissens zu entscheiden, welche Therapiemöglichkeiten wir anwenden oder nicht. Wir sind sehr sicher in dem, was wir tun. Und es ist ja nur gut für den Patienten, dass er möglichst schnell vorankommt und eben nicht zum Stich gelassen wird und es dann alles doppelt so lange dauert, wie es eigentlich dauern müsste. Deswegen, falls du Interesse hast und falls das Video dein Interesse geweckt hat, mit uns zusammenzuarbeiten, dann trag dich doch gerne für ein Beratungsgespräch ein. Ich freue mich, wenn du dich in den kommenden Videos auch mal wieder einschaltest und verbleibe hier mit einem bis bald.